Auf Dazlorm, einem wunderschön gelegenen Hochtal oberhalb des Grundlsees, entsteht auf einem Areal von ca. 10 Hektar das Urlaubsresort Narzissendorf Zlorm. Etwa 30 traditionelle Ausseerhäuser in 4 verschiedenen Ausführungen und Größen samt Gastronomie, Sport- und Freizeiteinrichtungen werden harmonisch und unter Rücksichtnahme auf Topografie und Natur in die Landschaft eingefügt. Die ca. 30 Häuser im traditionellen Ausseer-Baustil in 4 Typologien und Größen verteilen sich auf 3 Dorfteile. Dorfteil A befindet sich links von Rodelbahn und Skipiste im Buchenwald und auf der darunter gelegenen Wiese. Im oberen Bereich bietet sich den Gästen ein prachtvoller Bergpanoramablick und im Bereich der Wiese eröffnet sich an manchen Plätzen der Blick auf den Grundlsee. Dorfteil B liegt westlich der Skipiste auf einer Wiese oberhalb eines parkähnlichen Waldes. Die leichte Hanglage bietet sehr viel Sonne und einen traumhaften Blick auf Saarstein, Zinken und das Ausseerland. Die tiefer gelegenen Häuser grenzen direkt an den idyllischen Fichtenwald mit kurzem Weg zum Schwimmteich. Dorfteil C. Auf dem Weg zur Reithalle links vom Fichtenwald auf einer Geländekuppe entsteht Dorfteil C. Auch von hier aus gibt es einen traumhaften Ausblick auf das Ausseerland und der unmittelbar angrenzende Naturschwimmteich lädt zum Eintauchen und Verweilen ein. Der Standort für die Sportanlagen befindet sich auf einem Terrain, das durch eine Geländestufe vom restlichen Resort getrennt ist. Zusätzlich zum multifunktional nutzbaren Fußballplatz wird es hier 2 Tennisplätze und eine Eisstockhalle mit 5 überdachten Kunsteisbahnen, die auch als Eislaufplatz genutzt werden können, geben. Im Herzen des Narzissendorfes liegt der neu gestaltete Dorfplatz. Vis-à-vis der bestehenden Kaffeekonditorei Wiesencafé Zlorm werden die Gäste im Rezeptionsgebäude in Empfang genommen. Anschließend an das Wiesencafé sind ein Veranstaltungsgebäude mit einem Saal für bis zu 200 Personen als auch die Holz- und Klangwerkstatt in Planung. Eine Gastwirtschaft mit großzügiger Terrasse, gelegen an einem Fischteich, und ein Spielplatz, der im Winter als Kunsteislaufplatz für die Kleinsten dient, bilden die Seele des Dorfplatzes. Erfahren Sie mehr unter www.zlorm.at.